Die Namen treffen heute aufeinander. Zwei Clubs mit Gronald dann auch vorbei ist. Also eigentlich der einzig verbindlich kompensieren soll. 67.500 dürfen heute runzeln. Und ein Russe wieder, sein Landsmann Ivanov vor einem Jahr beim vierten. Mittelfeldspieler und Stürmer und vorne einzige Spitze Gilardino. Das ist ebenso wie gewohnt Podolski und Makai. Also Ottl kommt rein für Spitze setzen. Carlo Ancelotti. Und der erste Schuss. Und er kommt von Willy Sagnol. Heute Kapitän. In Vertretung von Oliver Kahn. Vorsicht! Es wäre kein Abseits gewesen. Clarence Seedorf ist da am Ende reingerauscht. Den hatte Lahmer. Seedorf. Gilardino. Ja, Van Beuten beschwert sich bei wem auch immer. Am besten bei sich selber eben. Macht das Spiel von hinten raus. Podolski. Und zwar große Jungs, Nesta und Maldini, aber Schweinsteiger. Ein bisschen sehr viel Platz. Kaka, Renzi. Wird ihm gut tun. Diesmal nicht direkt. Hat er noch laufen können. Und Dida hat er doch die Finger noch dran gehabt. Erste Ecke für die Bayern. Seedorf vorbei an Salihamidžić. Das ging zu einfach. Seedorf der einzige Spieler international, der mit drei Verschellen an Jankulowski und an der Fehlpass. Ah, Nesta. Balleroberung gegen Pirlo. Seedorf, Kai, Salihamidžić, Nesta. Und Gilardino wieder Renzing. Aldard van Beuten, selig geschlafen. Und Renzing wieder mit einem Reflex. Unglaublich. Otto. Pirlo. Aus dem Nichts dann ein Tor. Andrea Pirlo mit seinem ersten Tor in der Champions League. Und das ist nun wirklich alles andere mit seinen 1,77 als ein Kopfballspieler. Podolski, Salihamidžić. Echt? Jankulowski. Im Spiel nach vorne, sonst alles ganz und los geht's. Die 2:45. Podolski. Schnell weg der Ball wieder. Auch weil Ambrosini da kurz gezupft hat. Kaka, und da ist es passiert eben nicht. Das Bälle jetzt kommen, Odo. Flanken, Pizarro. Und da ist der Ball drin von Beuten. Der Geist von Madrid. Van Beuten schenkt den Bayern den Ausgleich mit tätiger mit Schweinsteiger gegen Maldini. Kaka, 2:1. Ein Witz. Ein Witz. Van Beuten, Tor! Van Beuten mit seinem zweiten Tor.
Die Bayern in der Nachspielzeit korrigieren diese Elfmeterentscheidung. Der viel kritisierte Daniel. Aber so etwas muss ein Schiedsrichter auf dem Niveau nicht. Keineswegs überragenden Champions League spielt, das wird den Bayern wurscht sein. Die Mannschaften stehen bereit. Der spanische Schiedsrichter Manuel Enrique im Mechutik-Trikot und Milan. So spielen sie international am liebsten in Weiß. Prima vertreten in Mailand, aber er ist die Nummer 1. Lahm, Van Beuten, Lucio Saliha. Und für einen ist es wahrscheinlich das Letzte. Das ist. Monaten in Mailand beim 2:2. Gattuso mit dem ersten Foul. In Mailand war es ein sehr sauberer Ottl. Also wieder die taktische Ausrichtung. Er ist da und er ist schnell. Gegen Makai. Der ist gut. Und den hat Ledig voll getroffen. Und Odo muss für die da retten. Aldini. Inzaghi nicht im Abseits. Pirlo. Gut gespielt. Podolski mit links. Dida. Ottl. Warum nicht? Inzaghi geht in den Rücken von Salihamidžić. Inzaghi. Ottl. Eckball müsste gehen. Makai. Seedorf, Vorsicht. Vorsicht, Seedorf. Und da ist passiert. Hargreaves zu passiv. Clarence Seedorf. Lassen sie jetzt immer wieder laufen, Lell vor allem. Inzaghi. Da ist zu viel Platz. Klasse gespielt von Seedorf. Inzaghi 2:0. Jetzt spielen sie sie schwindelig, weil sie in den Raum lassen. Die Bayern völlig passiv. Und Inzaghi schlägt mal wieder gegen die Bayern zu. Doppelschlag innerhalb von 4 Minuten. Geniestreich von Seedorf. Lucio. Lel. Lahm. Lel. Kriegt den Freistoß nach dem Foul von Pirlo. Milan spielt gut. Van Beuten rutscht weg. Reeves, ein Lel, ein Ottl, ein Van Bommel, dessen Stärken ja. Und die von Franz Beckenbauer, ja. Da, Kaka. Lucio. Santa Cruz. Serviert. Stoß, weil Salihamidžić da nochmal dazwischen geht. Das sind brave Flanken. Jetzt müsste er nochmal gehen. Zur Grundlinie. Von Bommel. Die klar tonangebende Mannschaft. Aber da kann man wenigstens mit einem. Und jetzt gibt es Gelb für Salihamidžić. Und wenn wir die Zeitlupe sehen, dann erkennen wir warum. Kaka, was macht er mit Lil? Was macht er? Pizarro, Salihamidžić. Ah, pardon. Salihamidžić, Gattuso bei ihm. Das ist alles. Das ist beschränkt. In den Mitteln. Vielleicht. Hargreaves. Salihamidžić. Nicht schlecht. Lucio, Pizarro, kein Abseits. Doch, Abseits. War nicht so. Freistoß. Gino, in der Mitte ist Kaka. Und es gibt
Van Beuten! Diesmal nicht.